für alle Österreicher. Danke. Lukas, du bist seit 4 Jahren beim FC St. Gallen. Wie lange Kapitän schon? Jetzt die zweite Saison alleiniger Kapitän. Davor hatten wir ein Duo mit mir und mit Jordi Kitir. Und hat das der Trainer damals bestimmt oder gab es da eine Wahl? Nee, bei uns ist es so, dass der Trainer bestimmt, wer Kapitän ist. Ja, so fiel die Wahl dann vor fast 2 Jahren noch nicht. Jetzt habe ich gestern gesehen, wie du schon toll Tennis gespielt hast hier in der Mixed Zone. Da kannst du kurz was über deine fußballerische Jugendausbildung was sagen? Wo hast du gespielt? Wie bist du fußballerisch entwickelt worden als Jugendlicher? In meiner Jugend war ich bei 3 verschiedenen Vereinen eigentlich, im Wechsel ein bisschen. Ich war bei Greuther Fürth in der Jugend 2 Jahre, danach bin ich nach Bamberg gegangen, in meine Heimat. Dann bin ich nach wieder 2 Jahren nach Nürnberg gegangen, habe da für den Club 2 Jahre gespielt und dann bin ich wieder zurück nach Bamberg gegangen. Also ich hatte nicht die typische Jugend in der Akademie oder so, sondern habe immer daheim gewohnt und nebenbei noch Schule und Ausbildung gemacht. Ja, da habe ich was gelesen, dann hat dich der Erik Ten Hag zum FC Bayern in die zweite Mannschaft geholt. Wie ist das zustande gekommen oder ist ja auch eher ein, war das eher Zufall? Es war so, dass ich damals mit Bamberg habe ich in der gleichen Liga wie Bayern München 2 gespielt. Und da war der Erik Ten Hag Trainer bei Bayern 2 und wollte mich zu den Bayern holen und das war natürlich für mich der Schritt in den Profibereich. Und das ist dann weitergegangen. Du hast ja nochmal unter ihm gespielt in Utrecht. Jetzt ist er bei Manchester. Wenn du ihn so charakterisierst als Trainertyp und vielleicht vergleichst mit Peter Zeidler, wie sind diese zwei Trainertypen? Ja, Erik Ten Hag habe ich 2 Mal gespielt. Er hätte auch gerne noch länger unter ihm gespielt, da wäre es dann zu Ajax gegangen. Sehr kommunikativer Trainer und extrem im Detail drin. Also taktisch wahrscheinlich einer der besten auf der Welt und so sind die Trainings auch. Ich glaube, unter ihm hat man immer das Gefühl, dass der Spieler weiß, was er machen muss. Klare Aufgaben, klare Konzepte. Und der Unterschied zu Peter Zeidler ist vielleicht mehr, dass bei Erik Ten Hag ist das Detail vielleicht ein bisschen wichtiger in unserem Spiel. Beim Peter Zeidler geht es mehr um die Energie, um das Pressing, um die ständige Bereitschaft. Das sind vielleicht die Hauptunterschiede. Thema Pressing war jetzt diese Woche auch schon ein extremer Schwerpunkt im Training. Du spielst auf der 8er Position, halb rechts. Was erwartet speziell der Trainer von dir gegen den Ball hier auf der Position? Ja, auf der 8 ist natürlich oft, dass du auch der Pressing-Auslöser bist. Dass du den Linksverteidiger in dem Fall attackierst und presst und somit eigentlich die ganze Mannschaft irgendwie ins Pressing bringst. Und ich glaube, das erwartet der Trainer, dass ich einfach nach vorne verteidige und wenn wir dann doch mal mit dem Pressing erfolgreich sind, dann aber auch wieder zurückkommen und hinten für eine stabile Ordnung sorgen. Vielleicht noch eine vorletzte Frage. Jetzt bist du auch schon Ende 20. Könntest du dir auch vorstellen, einmal ins Trainerbusiness einzusteigen oder denkst du noch nicht so weit? Nein, ich glaube schon, dass das auch ein Weg für mich sein könnte. Ich glaube, das einzige Problem ist dann nur, dass das mal Spielauschen hat, dass jedes Wochenende irgendwie fremdbestimmt ist und man nicht so flexibel in seinem Leben ist. Das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen noch daran hindert, da den Weg schon mal einzuschlagen. Aber ich glaube, dass mir das auch gut liegen könnte und ich auch Spaß dran habe. Ja, ich merke das auch. Du führst die Mannschaft auch abseits vom Platz und bringst Spaß rein. Und ich denke, das ist auch das Teamgefüge, wo man in St. Gallen merkt, dass die Harmonie sehr gut ist. Und wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Saisonverlauf noch und dass ihr eure Mannschaftsziele erreicht. Danke, danke. Also, danke. Ciao. Tschüss.